So, willkommen zurück zur vierten Episode meines kleinen Editing-Tutorials. Da. Wieder Slate öffnen. Und zwar haben wir jetzt gelernt, wie wir einen Raum machen und einen Extra-Raum. Allerdings ist das der ganze ja ein bisschen fad, weswegen wir das alles hier mal freundlich wieder wegschneiden. Jetzt haben wir hier eine doch recht schöne Textur. Das nehmen wir mal auch raus. Machen hier mal eine neue Linie hin. So. Und ziehen wir das Ganze wieder ein bisschen an. Achso, ist schon. Sehr schön. Perfekt. So. Und zwar wollen wir unseren Raum, unsere, ja, Objekte ein bisschen ausbauen. Als allererstes haben wir ja gemerkt, mit der Pistole gegen die Viecher ist ein bisschen lame. Also fügen wir zuallererst hier ein kleines, ja, machen wir ein bisschen hier, einen kleinen Raum hinzu. Machen wir mal ein bisschen größer, so. Bam. Hier machen wir noch einen kleinen. Noch ein kleines. So. Okay, was das werden soll, gucken wir uns jetzt an. Also hier drinne sollen Items und Waffen liegen. Damit hier Waffen liegen können, müssen sie natürlich auf ein Podest. So. Dem hier geben wir eine schicke Textur. Und zwar soll das Podest aus Holz bestehen. Also machen wir hier richtig schön veredeltes Holz hin. Holztextur. Oh, können wir eigentlich das nehmen? Aber ich guck mal noch mal, ob wir noch mal eine schönere finden. Ja, perfekt. So, jetzt haben wir eine Holztextur und hier drauf hängen die Items. So, Items drauf platzieren ist relativ easy. Einfach aufklicken. Einfügen, einfügen, einfügen und einfügen. So, das hier soll bitte eine Waffe sein. Und zwar brauchen wir Action. So, die, die und die machen wir für die Waffe Munition. Ammunition ist wo? Da. Richtig schön fällt auf die Plattenteller. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt merken wir aber, es ist ein bisschen sehr weit weg. Da kommt man von hier vorne fast gar nicht ran. Also schieben wir die ganzen Dinger mal ein bisschen nach vorne. Das machen wir in zwei Schritten. Normalerweise könnten wir jetzt einfach die vier markieren, auf Editieren klicken und sie nach vorne schieben. Das Problem ist, man kann sie nur im Raster verschieben. Damit wir sie also ein bisschen nach vorne verschieben können, müssen wir das Raster vergrößern oder verkleinern. Das macht man, indem man, jetzt muss ich überlegen, Steuerung und Alt gedrückt hält und dann die 8 bzw. die 9 drückt. Mit 8 macht man das Raster immer größer und mit 9 macht man das Raster immer kleiner. So, wir nehmen mal 8x8 und jetzt können wir das Ganze bis fast an den Rand schieben. Oh, ganz an den Rand sieht scheiße aus, deswegen immer so ein bisschen, ja, so fast an den Rand. Tada. Und jetzt können wir das Raster wieder ein bisschen größer machen, sodass es wieder wie normal war. Auf 32x32. Perfekt. So, warum habe ich hier vorne jetzt noch ein Breitchen gemacht? Nun, das Ganze hat einen Grund. Das hier kommt erstens alles ein bisschen weiter runter. Soll dann nur ein kleines Versteck sein und nicht hier gleich, wo ist der Geier was? Das ist Stone 2. Dann machen wir auch mal hier Stone 2. Und des Weiteren soll das hier eine Tür werden. Sprich also, wir ziehen das Ganze hier runter, denn das Ding soll ja zu werden. Und jetzt ist die Preisfrage, wie sorge ich dafür, weil jetzt, wenn wir das Ganze speichern,
Und dann ausführen. Ja. Merken wir hier, aha, okay, hier ist was, aber wir können nichts anklicken. Wir müssen halt irgendwie dafür sorgen, war gerade ganz schön laut, dass das hier eine Tür ist. Und das ist auch wieder eine Eigenschaft, und zwar nicht vom Sektor, sondern von der Linie. Und zwar, wenn wir die Tür von vorne öffnen wollen, dann müssen wir diese Linie bearbeiten. Und zwar, indem wir wieder auf Rechtsklick gehen, Eigenschaften, Spezial, Door, wir möchten sie vor Ort bedienen, heißt also vor Ort müssen wir auf die Tür klicken, damit sie aufgeht, deswegen lokal, und eine Tür. Bam. Jetzt sehen wir hier, sollte ich auf die Linie raufgehen, aha, leuchtet der Bereich grün, es ist also irgendwie miteinander verknüpft, heißt also, diese Linie ist für diesen Sektor. Doch wie bestimmen wir das? Das ist relativ einfach, jede Linie, die ihr seht, hat immer einen so einen Knauf. Und wenn ihr eine Linie als Tür definiert, dann ist der Sektor hinter der Linie immer die Tür. Hat also in dem Fall wäre das hier und in dem Fall halt das hier. Wenn jetzt so wie hier die Linie ist, die nach rein zeigt und ihr praktisch mit der Linie das zu einer Tür machen wollt, dann müsst ihr diese Linie umdrehen. Das geht, indem ihr Rechtsklick macht und Flip Line. Jetzt habt ihr diese Linie nach außen, heißt also, wenn ihr hier auf die Eigenschaft drauf geht, habt ihr auch hier wieder die Tür. Wenn ihr das so lasst, dann seht ihr, aha, hier wäre noch eine Tür. Das wollen wir natürlich nicht. Brauchen wir aber nicht. Heißt also, wir müssen das umdrehen und schon haben wir hier drin die Tür. So, allerdings soll das hier gar keine Tür sein, sondern nur hier vorne. So. Und schon können wir speichern und haben eine schicke Tür. Heißt also, Linie editieren. Und jetzt wird die Tür wie folgt definiert. Tada! So. Da haben wir unsere Tür und wie folgt ist jetzt immer definiert. Wenn wir eine Linie hier vorne nehmen und diese als Tür markieren, dann heißt es, dass diese Tür auf und zu geht. Und zwar immer von unten, von dem Boden, bis zur ersten Linie. Heißt also hier unten, die Decke ist niedriger als die Decke hier oben. Heißt also, die Tür geht immer bis zu der Decke auf und nicht bis zu der Decke. Und wenn jetzt die Decke hier tiefer wäre als die Decke, dann würde die Tür bis zu der Decke gehen. Außerdem hat man halt immer noch einen kleinen Bereich extra. Sieht man hier vielleicht, die Tür geht nicht ganz nach oben. Man hat halt also immer so einen kleinen Extra-Bereich, damit man das auch nur von innen als Tür erkennen kann. Und jetzt haben wir aber noch ein Problem, weil wir sehen, aha, die Textur hier dreht sich mit. Das ist natürlich blöd, weil es sieht scheiße aus. Das Problem ist, normalerweise, das sehen wir, wenn wir hier in den Editor gehen, wenn wir eine Wand erhöhen, gehen die Texturen immer oben mit. Heißt also, raufklicken, unten ist es egal. Sie orientieren sich immer oben. Das müssen wir hier natürlich ändern. Deswegen gehen wir jetzt nochmal ganz kurz, drücken die Tür ein bisschen nach oben. So, das hier. Oh, Tür nach oben drücken. Jetzt können wir nämlich die beide hier auswählen. Und jetzt kommt der Clou. Wir können hier mit Rechtsklick raufgehen. Nein. Achso, die braucht man gar nicht. Sorry, mein Fehler. Badam. Wir können direkt hier die Länder auswählen, also das hier auswählen und das hier auswählen. Die sollen nicht mit scrollen. Und das geht relativ easy, indem man diese beiden Linien auswählt, mit Rechtsklick drauf geht, Eigenschaften, und jetzt sind diese beiden Sachen wichtig. Deutsch zu übersetzen, am ehesten mit Oberkanten orientiert und Unterkanten orientiert. Heißt also, wenn ihr hier ein Häkchen reinmacht, dann orientieren sich diese Texturen an den Wänden, also die hier und die hier, nicht mehr an der Oberkante, sondern an der Unterkante. Und dadurch, dass sich, wenn sich die Tür bewegt,
der Boden gleich bleibt, bleiben auch die Texturen gleich. Das können wir mal ganz kurz ausprobieren. So, einmal gespeichert. Und schon bewegen sich die Texturen nicht mehr mit. So. Jetzt können wir das nächste machen. Und zwar, wenn das Ganze ein bisschen schöner aussieht, können wir, wenn wir hier scrollen, ändern wir normalerweise die Höhe vom Raum. Das wollen wir nicht, sondern wir müssen die Steuerungstaste gedrückt halten. Und wenn wir jetzt scrollen, ändern wir die Position von der Textur. So, dass es gut reinpasst. Perfekt. Und das gleiche natürlich noch auf der Seite. So, dass es gut reinpasst. Okay, hätten wir. Das können wir übrigens überall machen. Hier zum Beispiel, das sieht auch ein bisschen blöd aus. Schon sieht es auch ein bisschen bündig aus. Und letztendlich noch das hier. Und schon, voilà. In alle Räume wesentlich cleaner vom Design her aus. So, und jetzt kommt's. Diese Tür geht schön brav runter. Und wenn sie unten ist, dann soll man das ja noch nicht als Secret erkennen. Weil es soll ein Geheimnis sein. Heißt also, wir müssen... das war nicht meine Absicht. Steuerungstaste gedrückt halten. Und jetzt. Und schon sieht keiner mehr, dass diese Wand hier eingefügt ist. Sie ja, passt sich praktisch perfekt ins Nebelbild ein. Man sieht hier eine gleiche Kante. Da hätten wir die ein bisschen besser ausrichten müssen, wobei es geht eigentlich. Nö, doch passt. Doch passt. So. Und jetzt kommt noch eine Eigenschaft. Das hier ist ja, ich sage jetzt mal, eine Geheimtür. Und bei Doom gibt es ja diese Eigenschaft Secret. Heißt also, wenn man in einen Sektor reingeht, dann kann dieser Sektor ein Secret sein. Und auch das ist wieder eine Eigenschaft von den Linien. Das heißt also, um das hier als Secret zu markieren, muss eine dieser Linien, sobald man sie überquert, einen Alarm auslösen. Praktisch sowas wie, hallo, er hat gerade ein Secret betreten. Heißt also, diese Linie hat bereits eine Eigenschaft. Wir müssen also entweder noch eine Linie definieren oder wir nehmen einfach die hintere Linie, die hier, und gehen da auf Rechtsklick und sagen Secret. Und schon wissen wir, sobald er diese Linie übertritt, hat er hier ein Geheimnis ausgelöst und alle sind glücklich. Ich bin mir nicht ganz sicher, man kann es glaube ich auch bei den Einstellungen machen. Hier kann man auch noch machen, das wäre dann praktisch für den Sektor. Das ist tatsächlich eine Option, die man für alle Bereiche einstellen kann. Allerdings bevorzuge ich halt immer diese Linie, weil die halt ja besser anwendbar ist. Man kann damit Bereiche etwas besser abgrenzen. So, das Ganze probieren wir gleich mal aus. Tada! Und wir sehen, hat nicht funktioniert. Warum? Normalerweise. Wahrscheinlich, weil ich hier nicht weit genug reingehen kann, dass ich übertreten kann. Wobei doch geht eigentlich. Muss ich mal ganz kurz überprüfen. Wir fügen einfach mal noch hier noch eine Linie ein. Und sagen bei der Secret. Nö, geht tatsächlich nicht. Na gut, dann nehme ich das mal zurück, was ich gerade gesagt habe. Dann nehmen wir das hier tatsächlich raus. Da funktioniert das nur bei, wenn man Z-Doom kompatibel benutzt. Gut, dann machen wir das mit dem Sektor. Wir wollen also, dass wenn man diesen Sektor hier überschreitet, also den Sektor hier betritt, das ist ja das, wo die Tür ist, dann soll das ein Geheimnis sein. Also wählen wir hier Secret aus. Und jetzt haben wir unser lang ersehntes Ding, dass immer wenn man reingeht,
Aber auch das funktioniert nicht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber warum will er uns unser Secret nicht gelten lassen? Drinne stehen tut's. Hier ist extra orange markiert. Aber es macht irgendwie nicht Ding. Interessant, ich bin gerade etwas verwirrt. Irgendwie funktionieren gerade die Secrets nicht so ganz. Ich erstelle mal hier kurz zwei Testlinien jeweils. Wahrscheinlich verwechselt schon wieder die Hälfte. Funktioniert das gar nicht. Gut, da müssen wir noch mal nachgucken, warum das nicht funktioniert. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Hier haben wir ein Secret definiert, das hat nicht funktioniert. Und wir haben hier irgendwo eine Linie definiert. Die hat auch nicht funktioniert. Das ist tatsächlich seltsam. Das ist mir so jetzt noch nicht passiert, dass er diese Secrets nicht erkannt hat. Na gut, da werde ich mich dann nochmal hinsetzen und mal gucken, was da los ist. Und wir wollen auf jeden Fall das Ganze nochmal ein bisschen spannender machen, indem wir hier nochmal fürs Exit einen, ja, doch, ich sag mal, extra Raum hinzufügen. So. Und zwar machen wir hier so einen kleinen Raum. In diesen gibt es einen kleinen Weg. Nein, so. So. Gut, das wird gerade ein bisschen Murks, was ich hier gerade versuche. Das muss ich hier schon machen. So. Nein. So. Ah, sieht auch scheiße aus. Dann machen wir es mal so hier. Gut, ich verringere mal ganz kurz ein bisschen das Muster, damit ich ein bisschen mehr Freiheiten habe für meine künstlerische Entfaltung. So, so, so. Ah, das sieht schon besser aus. Perfekt. Okay, so, jetzt können wir das Gitter wieder ein bisschen größer stellen. Mal gucken, wie das Ganze aussieht. Na doch, geht. So, jetzt hier wieder anpassen. Da.
Und hier machen wir Lava. Oder wir machen Doom 2 Style. Wir machen ein bisschen Säure hin. Wo auch immer die jetzt ist. Ah, halt. Ich habe gerade Fehler gemacht. Wenn man texturieren möchte, das was ich jetzt hier gerade mache, sollte man, wie gesagt, Wände und Böden sind verschiedene getrennte Sachen. Deswegen auch bitte immer getrennt texturieren. Das habe ich jetzt gerade nicht gemacht. Schande über mich. Wir nehmen das hier für die Seiten. Und für die Böden nehmen wir Lava. Ich hätte gerne ein bisschen dunkelrote Lava. Das hier ist aber keine Lava, sondern... Oh doch, nimm das hier. Das geht. So. Okay. So. Das Ganze geht dann hier weiter. Da. Das gehen machen wir mal bis hier. Ich will jetzt einen kleinen Podest machen. So. Heißt also, man kommt hier praktisch rein. Dann geht es hier so hoch. Das Ganze hier soll ein bisschen höher sein, dass es hier praktisch so ein, wie so kleine Art, ja, wie so Art Podest ist. Müsste von der Höhe sogar ausreichen. 64 ist aber trotzdem ein bisschen größer. Oh, 128 geht schon. Gut. Damit das hier höher ist, müssen wir hier eine Treppe machen. Das heißt also, wir werden diesen Bereich in viele kleine Schritte einteilen. Dazu machen wir die Maske wieder ein bisschen kleiner. Und ziehen jetzt hier ganz viele schicke Linien. Das war falsch. Dahin. Wie gesagt, Map Design kann man sich immer, eigentlich immer austoben. Also, glaub mal, da gibt es jetzt niemanden, der einem hier irgendwie was kunstmäßig vorschreiben möchte, außer vielleicht meine BK-Lehrerin. Ich glaube mal, das Problem kennt jeder. Perfekt. So. Und schon können wir hier wieder alles markieren. Meinen damals schon angesprochenen Trick anwenden, sozusagen. Und alles ein bisschen höher. Das ein bisschen höher. Das ein bisschen höher. Das ein bisschen höher. Halt. Dann muss natürlich jetzt hier alles markiert werden. Oh, es hat hier alles mit markiert. Das bitte nicht mit markieren. Das hier auch nicht. So. Und das kommt alles so hoch, dass man hier drin noch nicht laufen kann. Und man sieht hier unten, hier in dem Bereich sieht man, oh, es hat er alles demarkiert. Jetzt so sowas wie Totalheit. Das ist praktisch die Höhe, die man jetzt aktuell im Sektor hat, den man hier gerade ausgewählt hat, also wo man mit dem Fokus drauf ist. Und der muss mindestens eine Höhe von, glaube ich, 64 haben. Ich mache generell immer mindestens 80. Wobei, komm, ganz ehrlich, machen wir mal ein bisschen größer hier. 128, ne, schon wieder ein bisschen zu groß, sieht schon wieder zu geräumig aus. Das kann man so sogar schon fast lassen. Ja doch, machen wir so. Okay. So, dementsprechend muss jetzt das. Ich hätte also doch gleich mit markieren können. Na gut. Das kommt jetzt auch alles ein bisschen höher.
So, dass es hier wieder anschließt. Perfekt. Oh, ja gut, die hat er jetzt nicht mitgemacht. Die müssen natürlich auch nachgeschoben werden, ganz klar. Perfekt. Und jetzt wieder die ganzen Texturen nachschieben. Nein, so muss das sein. Perfekt. Alles andere passt soweit. Gehe ich mal von aus. Ja, Texturen passen soweit. So, jetzt kommt da und da kommt auch eine Steintextur hin. Ich mache überall erstmal die gleiche Textur. So, das muss wieder angepasst werden. So. Das hier muss auch angepasst werden. Das sieht ja mal scheußlichst aus. Perfekt. Gut. Hier haben wir jetzt unsere kleine Treppe. Hier würde ich mal ein bisschen was anderes benutzen. Und zwar probieren wir mal. Haben wir irgendwas anderes Graues als Gestein? Das hier. Das sieht gut aus. Hat nicht funktioniert. Einmal so bitte. Perfekt. Ja, das sieht gut aus. Kann man machen. So, jetzt wieder hier unsere beiden Sektoren markieren. Ja, sieht gut aus. Und jetzt wollen wir was Spezielles machen. Und zwar, achso, halt, erstmal rausgehen. So, einmal das. Und zwar müssten wir jetzt keinen Schaden bekommen, wenn man da reingeht, sondern das ist ja Lava und Lava tut so dolle weh, ja, also so richtig extrem, dass man, wo ist das? Na, Secret Doors, Close Open, Schläger. Ich bin krass verwirrt. Nano? Das gibt's wohl scheinbar bei Vanilla Doom gar nicht, weil bei Z Doom, da gab es hier einen Instakill, also da stirbt man praktisch sofort. Finde ich jetzt hier aber gerade gar nicht. Das heißt also, wir müssen doch aufs Allerschärfste gehen, aber schlimmer als das Schärfste geht halt leider nicht. Eigentlich schon schade. Gut. Okay, reicht ja auch aus. Gut. Jetzt haben wir praktisch. Wir beginnen hier, können hier hochlaufen, haben hier oben so ein Podest, wo wir erstmal nicht hinkommen, sondern das hat so ein bisschen noch hier durch. Die Treppe hoch und kommen dann hier erstmal weiter erst zum Ziel. So, dazu brauchen wir auch hier erstmal eine Zielgerade, also machen wir hier auch wieder einen Raum. Hier hinten nehmen wir jetzt die Textur von Exit. Das da. Ja, passt rein. Perfekt. Und jetzt machen wir noch etwas, ein bisschen, um mit den Türen warm zu werden, fügen wir jetzt ein paar Türen ein. Und zwar zum einen, das hier ist eine Tür. Door, local. Auch hier gilt, hier drinne brauchen wir keine Textur, weil sobald wir drinne sind, haben wir praktisch das Level schon gewonnen. Damit das auch so der Fall ist,
gehen wir hier wieder auf Spezial, Exit und sagen Exit. So, die Tür geht zu und damit man das aber von außen schon als Tür erkennen kann, brauchen wir hier draußen wiederum eine Textur, die uns verrät, aha, da ist eine Tür. Also nehmen wir eine Türtextur. Und zwar eine, die würdig ist. Die hier. Das ist so die ganz klassische Textur. Boah, sieht nicht super schick aus, weil das ein bisschen zu breit ist. Normalerweise, ja, machen wir auch so. Okay, wir fügen hier nochmal was ein. Da, da. So. Badam. Perfekt. Beziehungsweise das hier soll weg und das soll weg. Dementsprechend können die hier auch weg. So. Die und die Linie mache ich auch nochmal alle weg und setze da mal eine neue Linie hin. Eine etwas schönere. Perfekt. So, gucken wir das Ganze mal an. Okay. Machen wir noch Stone hin. Ja, kann man machen. So, jetzt müssen wir hier die Textur natürlich wieder ein bisschen zentrieren. Ist klar. So, wenn wir, die Textur verändern, sicherheitshalber mal speichern. Wir wissen ja, was jetzt passiert ist. So, Offset von 0. Das sorgt dafür, dass die Tür... Achso, ja. Nanu? Übernimmt er nicht, warum auch immer. Scheint, habe ich gerade die falsche Textur ausgewählt. Heißt also, die Backtextur hätte man gar nicht nehmen brauchen. Ja, jetzt ist es richtig. Okay. Weil wir haben gerade scheinbar die Textur ausgewählt, die man praktisch hier auf der Seite sieht. Da. Hier sieht man allerdings nichts, logisch, weil da ist man praktisch in der Tür. So, jetzt haben wir hier schon mal eine Tür gemacht. Und das gleiche. Ups, nein, das wollte ich gerade nicht. Was habe ich jetzt gerade geändert? Ich habe, ja, dankeschön, gerade die Treppe kaputt gemacht. So, und dann möchte ich, dass man, um hier reinzukommen, auch erstmal durch eine Tür muss. Also machen wir wieder hier noch ein Bereich hin. Gehen jetzt hier rein. Ziehen das Ding runter. Badam. Schieb die Textur wieder hoch. So. Und sagen, dass diese Linie auch wieder eine Tür ist. Okay. Perfekt. So. Damit das Ganze jetzt wirklich perfekt ist, müssen wir wieder diese Linie. Diese Linie, diese Linie, diese Linie, die und die hier auswählen und sagen, dass das Ganze bitte wieder unterbündig abschließen soll. So, jetzt können wir einen kleinen Trick benutzen und zwar könnten wir jetzt, wenn wir ganz fies sind, weil jetzt ist die Map an sich erstmal soweit schon mal brauchbar. Ganz schön laut, ne? Ich schätze mal, das dürfte auch im Audio jetzt ganz schön übersteuert sein. Aha, können wir rein. Können wir hier hoch. Hier sind wir hier oben.
und können ins Ziel gehen. So einfach möchte ich das meinen Landsleuten aber nicht machen, sondern das hier wird eine spezielle Tür. Und zwar braucht man, um diese zu öffnen, den gelben Schlüssel. Oder da wir ja sowieso hier so ein bisschen gruftmäßig sind, nehmen wir nicht den gelben Schlüssel, sondern den gelben, sag schon, hier Totenkopf. Bin gerade etwas verwirrt. Geht hier gar nicht, kann man gar nicht auswählen. That make no sense. Na gut, dann also doch der gelbe Schlüssel. Und damit man den gelben Schlüssel auch bekommt, ganz logisch, fügen wir hier jetzt noch. Sieht so falsch aus. Aber es ist doch tatsächlich richtig. Na gut, komm, wir machen es mal richtig korrekt. Hier. Nein, machen wir direkt so. Noch ein Raum hinzu. Den werden wir auch ein bisschen hervorheben. Genau, das können wir hier eigentlich auch machen. So. Damit man... Nein. Und was kaputt gemacht? Nö. Damit man weiß, da ist irgendwas. So. Nein, das war richtig. Hier könnten wir eine Textur hinzufügen. Mache ich am besten auch, weil den Raum kann man ja auch wieder verlassen. Und da müssen wir nämlich gleich auf was achten. Das ist wichtig. Übrigens fällt mir dabei ein, wir brauchen auch hier eine Textur. Weil auch den Raum kann man ja betreten und dann sich hier drinnen umschauen. Dementsprechend macht auch hier es Sinn, eine Textur zu verwenden. So, und hier kommt denn jetzt der gelbe Schlüssel rein. So, dazu müssen wir diese Linie umdrehen, denn jetzt kann man diese Türen von beiden Seiten öffnen. Wir brauchen also einmal hier, dass man die Tür öffnen kann, und zwar erst, wenn man den gelben Schlüssel hat, macht zwar in dem Sinne keinen Sinn, macht aber Sinn, dass es keinen Sinn macht, von daher macht das Ganze schon Sinn. Und hier kriegt man, also man kommt praktisch einfach so rein, um aber wieder rauszukommen, braucht man den gelben Schlüssel, allerdings kriegt man den ja auch hier drin. Von daher, was soll's. Gut, okay. Also, man geht hier rein, nimmt sich den gelben Schlüssel, dementsprechend müssen wir ihn auch noch hinzufügen. So. Keys. Gelbe Keycard. So. Mit der kann man denn diese Tür aufmachen. Und dann kann man rein. So, und damit mir fällt gerade ein, wir können das Ganze noch ein bisschen spannender machen. Und zwar fügen wir auch hier oben einen Schlüssel hinzu. Und zwar versteckt. Und zwar richtig versteckt. Achtung, jetzt kommt der böse Ronny. Wir fügen hier noch einen Raum hinzu. Nein, das war gerade falsch. So, bitte. Dankeschön. Perfekt. Und bei diesem Raum sagen wir jetzt, okay, bitte einmal. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Genau.
sagen wir, das hier ist auch wieder eine Tür. Die Tür kann man auch wieder logischerweise von innen öffnen. Und hier drinne gibt es den. Machen wir einen blauen Schlüssel. Machen wir einen blauen Schlüssel. So, also einfügen. Blue Keycard. So, jetzt stellt sich natürlich jeder sinnvollerweise die Frage: Okay, wozu einen blauen Schlüssel? Und die Frage beantworte ich gleich. Erstmal fällt mir gerade noch was ein, wir müssen hier auch noch die Textur ändern. Das soll ja auch erkennbar sein, dass hier ein Secret drin ist. Perfekt. Also alle Türen sind erkennbar, auch die, die man fürs Ende braucht. Allerdings, und jetzt kommt nämlich das Gemeine, braucht man, um diese Tür zu öffnen, den blauen Schlüssel. Das hier wird also keine Tür mehr, sondern eine Tür, für die man den blauen Schlüssel braucht. Und um den blauen Schlüssel zu finden, muss man diese Tür finden, hier oben. Und diese Tür kriegt aber jetzt gemeinerweise keine besondere Farbe. Das wollte ich nicht. Das bitte, hör auf damit. Das wollte ich. Dankeschön. So. Okay. Dann speichern wir mal ganz kurz. Probieren das Ganze gleich mal aus. Haha. Wir nutzen Blue Keycard. Sprich also, wir kommen da nicht ran. Dann gehen wir hier ran. Oh, geht auch nicht. Oh, hier ist eine Tür. Okay, die Tür haben wir. Dann ganz schnell wegrennen. Und jetzt achtet hier drauf keiner mehr. Weil man weiß ja nicht, dass hier was ist. Und geht ins Ziel und denkt sich, hä, aber hier unten war doch auch noch ein Geheimraum. Wie kommt man denn da rein? Und erst die ganz Pfiffigen suchen denn hier jede einzelne Ritze ab, ja. Gucken in jeder kleinen Lücke nach. Und wenn man fleißig ist, dann, oh, wow, blaue Keycard. Und damit kann man dann endlich zurückgehen und das Secret öffnen. Und schon kann man als Belohnung diese Viechern so richtig in den Arsch treten. Tada! Ich hoffe mal, meine Message bei dem, was man so mit Doom Engines machen kann, ist soweit angekommen. Irgendwo war jetzt hier noch ein Texturfehler, habe ich gesehen. Da war eine Textur nicht ganz so mittig, nicht ganz so bündig, wie ich es gerne hätte. Ich weiß nur nicht mehr wo. War das das hier? Ja doch, wahrscheinlich. Das sieht offen gesagt scheiße aus. Machen wir mal so. Perfekt. Damit die Striche hier eindeutig sind. Also gleichbleibend. Ihr wisst schon. Oh, hier fehlt noch eine Textur. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Nee, nehmen wir mal das hier. So, damit man aber trotzdem auch einigermaßen Waffen hat am Anfang, fügen wir mal hier noch eine Waffe hinzu. Und wenn ich das direkt auf den Spieler mache, hat das ein... Ein Effekt. Und zwar, sobald sich der Spieler bewegt, nimmt er dieses Item damit automatisch auf. Sprich also, hier, ich habe bis jetzt noch 50 Munition, doch sobald ich mich bewege, habe ich 100. Ist ganz schnell nach oben.
Und schon ist unsere Map perfekt. Ja. Das war's mit diesem doch nun vierfolgig gewordenen Tutorial zum Erstellen von Doom Maps. Ich hoffe, es ist ein bisschen näher gekommen. Dazu hatte ich auch noch vorherein zwei Videos erstellt, wo was mit Polygonen erklärt ist, also Polyobjekte. Kann man sich also, wenn man möchte, auch angucken. Ist aber, ich sag jetzt mal, erweitertes Wissen. Ja. So, von daher würde ich mal sagen, das war's soweit. Dann ciao mit V.